Der Grund für die ganze Geschichte war eine kleine Damenuhr. Nicht eine, die man am Handgelenk trägt, sondern mehr ein Schmuckstück, das an einer Kette um den Hals getragen wird. Habt ihr schon einmal so eine kleine Uhr an der Kette gesehen? Sieht hübsch aus. Diese Uhr hat eine elegante Kundin getragen, als sie zu Meister Eder in die Werkstatt kam. Guten Tag. Grüß Gott. Entschuldigen Sie, sind Sie der Herr Eder? Ja, freilich. Sie sind mir nämlich empfohlen worden, sozusagen als Spezialist für besonders diffizile Schreinerarbeiten. Für was? Ja, ich meine für besonders feine Arbeiten, besonders auf dem antiken Sektor. Ach so, Sie meinen für alte Möbel? Ja, ja. Mei, ja, da verstehe ich schon was davon, aber Spezialist bin ich keiner. Um was handelt es sich denn? Ich habe ein wirklich wunderschönes Zifferblatt mit Uhrwerk aus dem 17. Jahrhundert. Mhm. Sehr wertvoll. Und dazu hätte ich gern einen Uhrenkasten, so, im Stil der Zeit. Eine Standuhr? Ja. Ja, wissen Sie, das ist schwer. Da muss man irgendwelche Vorlagen haben. Die habe ich. So, naja, und dann ist das eine Arbeit. Die kann man heute gar nicht mehr bezahlen. Was es kostet, spielt keine Rolle. Ja, geht denn die Uhr noch? Wissen Sie, Uhren sind meine Liebhaberei. Mhm. Ob sie gehen oder nicht, ich habe sie in allen Größen. Mhm. Das, was Sie da an der Kette tragen, das ist auch so eine Uhr? Ja, ein Hochzeitsgeschenk von meinem Mann. Mhm, schön, ja, so eine kleine Uhr habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Sachen gibt's. Ja, also wären Sie bereit, mir eventuell so einen Uhrenkasten zu machen? Nein, ich müsste mir halt die Unterlagen einmal anschauen. Ne? Ja, könnten Sie vielleicht mal bei mir vorbeischauen? Ich wohne gar nicht weit von hier, in der Salbeistraße 4, Hoffmann. Mhm. Ja, gegen Abend vielleicht, heute oder morgen. Ne? Ja, das wäre wunderbar. Mhm. Da kann ich Ihnen dann das Zifferblatt und die Vorlagen zeigen. Mhm. Und Sie sehen dann ja auch, wo sie stehen wird. Ja, gut, ja. Ja, ich schaue dann abends vorbei, heute oder morgen Abend. Ich kann es noch nicht genau sagen. Oh, ich bin Ihnen ja so dankbar. Ja. Ich erwarte Sie also. Ja, ist schon gut, ja. Dann auf Wiedersehen. Ja. Und recht vielen Dank. Auf Wiedersehen, Frau Hoffmann. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Eder. Oh, könnten Sie mir nicht auch eventuell ein bisschen viel diffizil antike Sektoren Schreinerarbeiten machen aus dem 70. Jahrhundert? Uhren sind nämlich eine Liebhaberei von mir. Die Leute nachmachen, das tut man nicht. Warum nicht? Außerdem sind ja Uhren wirklich eine Liebhaberei von mir. Habe ich sehr lieb. Das habe ich gerade eben entdeckt. Sure. Ja, aber weißt du, nur so kleine, feine Uhren, mhm. wie die an der Kette. Mhm. Oh, also du, wenn die nicht an der Kette gehängt wäre, dann wäre sie hier in meiner Tasche, Die hatte nämlich gerade die richtige Pumuckl-Uhrengröße. Du, gell, Pumuckl, halt dich da zurück. Solche Sachen, die mag ich nicht. Schmuck von Kunden, um Gottes Willen, wenn das passieren wird, versprich mir, dass du dich nie an sowas vergreifst. Ich käme am Schluss im Verdacht, dass ich ein Dieb bin. Nein, weil auch Kunden verlieren mal was. Nein, bei mir nicht, verstanden? Schrei doch nicht so! Ich verstehe dich doch, aber du sollst nicht so schreien. Also, ich hätte ja die Uhr auch gar nicht genommen, obwohl sie so fein und schnell und so klein tickt. Also so tick, 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 tick. Da. Ja. Moment. Da, meine Taschenuhr. Da, die tickt auch. Die ist aber groß, diese Taschenuhr. Ich will eine kleine Uhr haben, die zu mir passt. Alle Menschen haben Uhren. Bloß der Pumuckl. Der Pumuckl, der hat keine. Du bist ja auch kein Mensch. Aber fast. Jedenfalls, wenn ich sichtbar bin. Nein. Ein Mensch kann gar nicht unsichtbar sein. So geht's schon mal an. Und schon ein Säugling ist größer als wir du. Holla, Baum und Birnstaude. Da kann ich doch nichts dafür. Du, wenn schon, dann Birnbaum und Hollerstauden. Das ist doch ganz egal. Ist doch ganz egal, was für eine Staude. Ich will eine Uhr haben. Oder sonst was. Und wenn du nicht willst, dass ich mir einfach irgendwo, also ich meine irgendwie eine Uhr leihe. Leihe? Ja, leihe, dann kaufe ich mir eben eine. Ja. Ich bin doch nicht krank. Was meinst du, dass so eine Uhr kostet? Und da hüpfst du rum und lass das fallen und kaputt ist. Ich kann sie ja gar nicht fallen lassen. Die hängt ja an einer Kette. Da rede ich gar nicht lang hin und her. Du kriegst keine und damit basta. Ich krieg eine und damit bist du. Komm, Pumuckl, jetzt sei gescheit. Selbst wenn ich so viel übriges Geld hätte, dass ich sowas kaufen könnte, dann wäre das nichts für dich. Erstens,
Kennst du die Uhr, Herr Gott? Aber natürlich kenne ich Uhren. Ich kenne sogar höchst persönlich Uhren. Nein, ich meine, die Zeit kannst du nicht ablesen von der Uhr. Das will ich ja auch gar nicht. Ich will ja nur ein kleines Tick, 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 Tick. Das will ich immer, ja. Immer hören. Ja, und zweitens ist eine Uhr kein Spielzeug. Ich will ja auch gar nicht spielen, sondern ich will doch die Uhr hören. Also alles, was du sagst, das stimmt nicht. Also kriege ich eine. Nein! Ja! Du, eins sag ich dir. Wenn du eine Uhr irgendwo stiehlst und man findet die Uhr bei uns hier, dann kommt die Polizei und dann werd ich eingesperrt. Unweigerlich. Denn keine Polizei der Welt glaubt mir, dass ich einen Kobold hab, der die Uhr genommen hat. Die lachen bloß, wenn ich sowas sag. Die lachen? Aha. Lustige Leute, scheinbar. Na, gar keine lustigen Leute, ganz im Gegenteil. Willst du, dass ich ins Gefängnis komme? Nichts krieg als Wasser und Brot und dass die Werkstatt zugesperrt wird und ich völlig ruiniert bin. Willst du das? Nein. Das will ich nicht. Also wirklich nicht. Also, wirklich nicht. Will ich nicht. Na schau, Pumuckl. Ja. Und jetzt arbeite ich wieder weiter. Ja. Und träume von einer Uhr. Ja, das tust du. Nun, und damit hatte es so den Anschein, dass die Sache mit der Uhr erledigt gewesen wäre. Beide haben den ganzen Tag über nicht mehr davon geredet. Am Abend hat es der Meister Eder vorgezogen, die Dame mit der Uhr nicht aufzusuchen. Hätte er sein können, dass der Pumuckl unsichtbar mitsaust und nein, lieber nicht. Und doch, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, der Meister Eder wäre zur Frau Hoffmann gegangen, statt mit dem Pumuckl einen Abendspaziergang zu machen. Denn bei diesem Spaziergang sind sie an einem Uhrengeschäft vorbeigekommen. Halt, halt! Bleib stehen! Was ist denn? Ui, ui, oh, Uhren, so viele Uhren. Schau nur, schau! Ja, na und? Es ist ja der Uhrengeschäft. Es sind aber lauter Armbanduhren. Ja, da ist eine ganz, ganz kleine Runde. Könntest, also weißt du, das ist nur eine Frage. Also könntest du wirklich nicht so eine kleine Uhr kaufen? Na, wirklich nicht. Außerdem ist der Laden ja geschlossen. Ja, aber morgen macht er wieder auf. Ja, kann schon sein, aber jetzt gehen wir weiter, komm. Also weißt du, also schauen ist ja wohl noch erlaubt. Ja, dann schau halt, ich gehe weiter. Kleine Uhren, große Uhren, allen Uhren auf den Spuren, ist der Kobold mit Geschick, kriegt auch eine. Tick, tick, tick. Das ist ein schönes Gedicht. Aber auch das schönste Gedicht hat dem Pumuckl nichts genützt. Das Geschäft war wirklich so verschlossen, dass nicht einmal eine Maus hineingekommen wäre. Die beiden sind dann weiterspaziert und jeder war mit seinen Gedanken sehr beschäftigt. Bis sie drei Querstraßen weiter wieder an einem Uhrengeschäft vorbeigekommen sind. Ui, da ist ja noch eines. Herrschaftszeiten, wenn ich da dran gedacht hätte, dann wäre ja andere Straße gegangen. Pumuckl, bleib da. Da brennt noch Licht drin, da kann er noch rein. Aber da ist doch schon längst Geschäftsschluss. Aber ich sehe doch noch Menschen ja, drin. Ja, das wird der Uhrmacher sein, der noch was repariert. Da geblieben. Au, lass mich aus. Nein, ich lass dich nicht aus. Wer weiß, an ihm kommst du in den Laden doch noch rein. Nicht, du sollst mich nicht in die Manteltasche stecken. Ruhe gib's jetzt. Ich will raus. Ich will Luft schnappen. Du hast gesagt, wir gehen Luft schnappen. Und hier ist überhaupt keine Luft, die ich schnappen kann. Ich ersticke. Versprich mir zuerst, dass du nicht in den Uhrenladen gehst. Ja, ich verspreche es. Also dann, saß zu. Oh, Luft. Geh, komm, jetzt tu nicht gar so. Warst du noch gar nicht richtig drin in meiner Taschen? Aber fast. Und jetzt gehen wir schleunigst in die Salbeistraßen unter und heim. Auf dem Weg kommt bestimmt kein Uhrladen mehr. Das ist die Salbeistraße. Ja, warum? Ja. Mei, jetzt hat er sich auch noch die Straße gemerkt, wo die Frau Hoffmann wohnt. So was Blöds, dass mir das rausgerutscht ist. Salbeistraße. Du, Pumuckl, ja. Versprich mir bei deiner Koboldsehre, dass du nicht zur Frau Hoffmann gehst. Wir zwei sind geschiedene Leute, wenn der Frau die Uhr fällt. Aber reg dich doch nicht auf, Salbeistraße. Bei deiner Koboldsehre. Ich verspreche es dir, bei meiner Koboldsehre. Ich will bestimmt nicht, Salbeistraße, dass du eingesperrt wirst und Wasser und Brot und... Nein, das will ich nicht. Und kein bisschen Bier und kein bisschen Wurst. Also, Salbeistraße. Nein, das will ich bestimmt nicht. Psst, jetzt. Am nächsten Tag ist der Pumuckl in seiner Schaukel gesessen und hat heftig nachgedacht. Der Meister Eder hat gearbeitet. Aber plötzlich ist die Schiffsschaukel stillgestanden und der Pumuckl war weg. Nun, das ist nichts Außergewöhnliches. Der Pumuckl treibt sich gern irgendwo in der Umgebung der Werkstatt herum.
Als dann die Mittagsessenszeit kam, war immer noch kein Kobold da. Auch um 5 Uhr war kein Pumuckl da. Der Meister Eder begann sich Sorgen zu machen. Der Pumuckl aber war, ahnt ihr was? Ja, er war in dem Uhrengeschäft. Mittags hatte er das erste aufgesucht, sich alles angeguckt, mit der Kuckucksuhr gespielt und ein wenig auf einem Uhrenpendel geschaukelt. Aber die kleinen Uhren, an die konnte er nicht heran. Die waren in einem fest verschlossenen Glaskasten. Da machte er sich auf den Weg zu dem zweiten Uhrengeschäft. Und siehe da, kaum war er im Laden, da entdeckte er genau die Uhr seiner Träume, und zwar mitten auf dem Ladentisch. Der Uhrmacher hatte die Schublade mit den kleinen Uhren herausgezogen und zeigte sie eben einem Kunden. Das ist ein sehr gutes Werk, ausgezeichnet. Ach, wissen Sie, die Uhr ist mir etwas zu klein. Wie zu? Die kleinen Uhren sind zu empfindlich. Oh, sagen Sie das nicht. Aber Sie können gerne eine größere haben. Moment. Und der Uhrmacher schob die Schublade mit den kleinen Uhren wieder in die Vitrine und zog das Fach mit den größeren heraus. Aber, was er nicht merkte und auch nicht merken konnte, im Schubfach mit den kleinen Uhren saß der Pumuckl, der sich getrost mit in die Glasvitrine schieben ließ. Da saß er nun mitten in seinem Glück, rings umgeben von kleinem, zierlichem Geticke von lauter entzückenden kleinen Uhren. Die Stimmen vom Uhrmacher und dem Kunden hörte er in der Vitrine nur noch ganz fern. Ja, das ist leer das, was ich suche. Oh, die sind stoßgesichert und auch ziemlich wasserdicht. Was heißt ziemlich? Oh, ist das schön. Tick, tick, tick ist wie Musik. Tick, 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 bin voller Glück. Glück, Glück. Naja, das reimt sich nicht so ganz. Nee, ist ja auch egal. Welche nehme ich denn jetzt da? Hier, diese, die goldene Fee. Oder die. Nein, die hat so ein dummes Lederarmband. Die will ich nicht. Ob da überall so kleine Rädchen drin sind? Ich will nämlich nur eine Uhr mit kleinen Rädchen drin haben. Das wäre ja zu dumm, wenn ich eine erwische, wo gar keine kleinen Rädchen drin sind. Mal sehen, ob ich die aufkriege. Oh, das geht aber schwer auf. Probier es mal bei der da. Ja, also, ja. Ich bleibe bei der da. Sollte sie meiner Frau nicht gefallen, kann ich sie ja umtauschen. Ja, selbstverständlich. Aber Sie werden sehen, dass Sie mit der Uhr viel Ehre einlegen werden. Hey! Bin ich jetzt erschrocken? Hat er vielleicht diesen Kasten zugesperrt, in dem ich sitze? Ja, das sieht so aus. Oh ja, macht nichts. Beim nächsten Kunden sperrt er wieder auf und dann wird der Pumuckl. Niemand hat's gesehen. Mitsamt der Uhr heraushüpfen. Ah, ich muss jetzt sowieso noch prüfen, ob da auch Räder drin sind in der Uhr. Der Pumuckl war so beschäftigt, dass die Zeit, die rings um ihn tickte, einfach verflog. Der Meister Eder aber saß inzwischen ohne Appetit beim Abendessen. Wenn ich nur wüsst, was los ist. Solche Sorgen habe ich mir schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt ist schon 7:30. Dabei geht die Uhr noch nach. Uhr. Wenn der Pumuckl doch zu der Frau Hofmann gegangen ist und hat die Uhr genommen und geht jetzt nicht mehr heim, weil er weiß, dass ich schimpf. Was mache ich bloß? Er hat mir doch sein Ehrenwort gegeben. Aber wer weiß. Also, ich gehe jetzt zur Frau Hoffmann. Ich frage sie, ob sie ihre kleine Uhr noch hat. Ganz nebenbei frage ich sie das. Und er hat sich aufgemacht und ist zur Frau Hoffmann gegangen. Er hat ja einen Grund, die Maße und die Vorlagen für die Standuhr. Ja, das ist ja nett, dass Sie kommen, Herr Eder. Kommen Sie nur rein. Ja, danke schön. Bin zu frei, ja. Also, da ist das Zifferblatt. Ja, sehr schön, sehr ja, schön. Und ja. Das ist die Vorlage. Das ist jetzt der Stiel, in dem das Gehäuse sein müsste. Ja. Glauben Sie, dass man das nachbauen könnte? Nee, schauen Sie, können tut man alles. Aber viel Arbeit ist halt sehr Sie viel. Sie übernehmen also die Arbeit? Ja, sagen wir mal so, wenn es nicht eilig ist. Also, ich freue mich so sehr drauf. Aber ich lege Ihnen wegen des Termins keinen Zwang auf. Sie, heute haben Sie aber Ihre kleine Uhr an der Kette nicht an. Meine Uhr an der... Ach, die! Ist Ihnen die so im Gedächtnis geblieben? Ja, allerdings, aber Sie haben die Uhr schon noch, gell? Ja, warum sollte ich die nicht mehr haben?
Geh, tun Sie mir doch den Gefallen und schauen Sie mal nach. Ja, aber wieso? Das verstehe ich nicht. Ja, das können Sie auch nicht verstehen. Geh, schauen Sie doch bitte nach, zu meiner Beruhigung. Ja, gern. Aber Sie tun ja gerade so, als hätten Sie erfahren, dass jemand bei mir einbrechen will. Na, bloß, wissen Sie, ich träume manchmal so komische Sachen und ja, und die gehen dann in Erfüllung. Und Sie haben also geträumt, dass meine Uhr gestohlen wurde. Schauen Sie, da ist sie. So, ja, dann sperren Sie es nur gleich wieder weg, gleich. Aber Herr Eder, wer wird denn so abergläubisch sein? Ja, vergessen Sie es bitte. Also ich nehme jetzt die genauen Maße, wenn es recht ist. Wenn Sie meinen, Herr Eder? Ja, ich meine, ja. Inzwischen war es 8:30 Uhr geworden und der Pumuckl saß immer noch in seiner Schublade. Er war aber schon lange nicht mehr vergnügt. Ich will raus da! Ich will raus! Das wird schon ganz abscheulich dunkel, da redet. Ich will raus! Ich werfe alle Uhren durcheinander, wenn ich nicht rauskomme! Alle! Hör doch zu ticken auf, ihr dummen Uhren! Genug getickt! Ihr geht mir auf die Nerven! Ich will hier raus! Aber niemand hörte ihn. Der Uhrmacher war längst schon nach Hause gegangen. Der Meister Eder aber stand wieder auf der Straße und überlegte. Da waren sie doch gestern an 2 Uhrengeschäften vorbeigekommen. Ins erste hatte der Kobold hineingeschaut. Und beim zweiten hatte er, der Meister Eder, den kleinen Kerl in die Tasche gesteckt. Er ging also zunächst zum ersten Laden. Der war natürlich zu. Lange guckte der Meister Eder ins Schaufenster, dann klopfte er vorsichtig gegen die Scheibe. Pumuckl, bist du da drin? Ich bin's. Pumuckl. Hallo, Sie, was tun Sie denn da in meinem Geschäft? Ich? Sind Sie der Inhaber? Ja, und ich möchte wissen, was Sie da tun. Entschuldigen Sie, ich wollte nur schauen, ob alle Uhren noch da sind, die gestern da waren. Ich meine, die gestern im Schaufenster waren, wissen Sie? Ah, zu dem Zweck müssen Sie an meine Scheibe klopfen? Habe ich das getan? Ja, dann müssen Sie entschuldigen, das ist so eine dumme Angewohnheit von mir. Ich hätte gute Lust, die Polizei zu rufen. Nein, bitte nicht. Ich habe ja nur ein bisschen, wissen Sie, aber... Sagen Sie, vermissen Sie nichts? Nein, ich habe meine 5 Sinne noch vollständig beisammen. Aha, ja. Und sonst ist auch nichts Seltsames passiert bei Ihnen? Ich meine, komische Geräusche oder das, was runtergefallen ist oder... Das Seltsamste, was mir heute passiert ist, das sind Sie. Aha, ja. Ja, naja, dann ist ja alles in Ordnung. Schauen Sie, dass Sie zum Teufel gehen, sonst hole ich die Polizei. Der gute Meister Eder ist zwar nicht zum Teufel gegangen, aber zum nächsten Uhrengeschäft. Und zwar zu dem, in dem sein Pumuckl auch wirklich leise vor sich hinweinend in der Schublade hockte. Der Meister Eder war aber noch so verschreckt von seiner Erfahrung mit dem anderen Uhrmacher, dass er sich nicht getraute, an die Scheibe zu klopfen. So guckte er nur lange in das Schaufenster, und da in dem Geschäft offensichtlich alles in Ordnung war, ging er langsam und traurig nach Hause. Dem Pumuckl aber wurde das leise Weinen mit der Zeit zu dumm. Er begann wütend mit seinen kleinen Füßen gegen den Kasten, in dem er saß, zu trampeln und schrie dazu aus Leibeskräften. Ich will raus! Ich will raus! Seid ihr verrückt, mich da einzusperren? Raus, will ich! Er schrie so laut, dass man es bis raus auf die Straße hören konnte, wenn auch recht gedämpft. Ein älteres Ehepaar, das gerade vorbeikam und in das Schaufenster guckte, hörte ihn. Raus! Lass mich raus! Ich schlag alles ein! Ich will raus! Ich will raus! Du? Lass mich raus! Ich will, Herr? Ich will raus! Was ist das? Und das kommt aus dem Laden. Ich will hier raus! Ja, aber da ist doch zu! Ich will nicht mehr hier drin bleiben! Ich will nicht! Du, da stimmt was nicht. Der Laden gehört dem Herrn Meisel. Der wohnt doch gleich bei der nebenan. Ja, du, da klopft man an sein Fenster. Sie, Herr Meisel. Ja, was ist denn? In Ihrem Geschäft schreit wer. In meinem Geschäft? Ja.
Gänse zu. Wer soll denn da schon rein? Ja, das wissen wir auch nicht. Aber es war ganz deutlich. Vielleicht ist jemand eingebrochen und dem ist was passiert dabei. Auf jeden Fall müssen Sie gleich rübergehen. Ja, da rufe ich am besten gleich die Funkstreife. Wenn wirklich was ist, dann sollen die den Kerl mitnehmen. Um Gottes Willen. Ja, am Ende schießt der. Sei Dank, dass Sie da sind. Sie, da drin ist jemand. In meinem Laden schreit jemand. Wir haben es alle gehört, Herr Wachtmeister. Also im Großen und Ganzen schreien Einbrecher nicht bei Ihrem Geschäft. Zwischendurch wimmelt es auch, also ganz deutlich. Mhm. Vielleicht ist es eine Katze. Ja. Das werden wir gleich haben. Sperren Sie auf. Aber bleiben Sie aus der eventuellen Schusslinie. Aufsperren und auf die Seite springen. Ja. Herr Wachtmeister, die Tür ist geöffnet. Komisch. Jetzt hört man niemand mehr schreien. Es war keine Maus in dem Laden. Ja, vielleicht in der Werkstatt, Herr Wachtmeister. Ja. Alles leer. Sehe auch keine Spuren eines Einbruchs. Fenster sind von innen verschlossen. Aber wir haben es alle drei gehört. Ja, ganz deutlich. Ja, und wenn einer spinnt, da täte ich ja nichts sagen. Aber drei Leute spinnen doch nicht. Ja. Ja, überhaupt nichts zu sehen. Kontrollieren Sie Ihre Kasse, ob Sie irgendetwas Ungewöhnliches daran feststellen. Ja. Schauen Sie nach, ob alle Schubladen zu sind. Ja, natürlich, Herr Wachtmeister. Nein? Alles in Ordnung und alles zugesperrt wie vorher. Vielleicht ist die Stimme woanders hergekommen, da kann man sich täuschen. Komisch. Sehr komisch. Also besser so, als wir hätten einen Einbrecher festnehmen müssen. Also, Wiedersehen. Wiederschauen, Herr Wachtmeister. Wiederschauen. Grüß Gott. Also, da weiß man wirklich nicht, was man sagen soll. Mir zittern die Knie jetzt so, dass ich mich setzen muss. Ja, das täte mich aber jetzt doch interessieren, was das war. Wir können uns doch nicht so getäuscht haben. Na. Ich weiß auch nicht, was ich denken soll. Wissen Sie was? Wir setzen uns jetzt alle drei ganz mucksmäuschenstill hinter in Ihre Werkstatt und horchen. Ja, horchen. Die drei konnten natürlich nicht wissen, dass der Pumuckl in dem Augenblick völlig verstummt ist, als er die Funkstreife und Herrn Meiselt Herr Wachtmeister sagen hörte. Es ist dem Kobold siedend heiß alles eingefallen, was der Meister Eder über eingesperrt werden und Wasser und Brot gesagt hat. Nein, das wollte er wirklich nicht. Als er nun hörte, dass die drei in der Werkstatt sitzen und horchen wollten, war er völlig verzweifelt. Das viele Geticke ging ihm auf die Nerven und unbequem war es in der Schublade, einfach scheußlich. Da saß er nun und die Tränen kullerten ihm über die Wangen. Und darüber wurde er so müde, dass er einschlief. Da schnarcht einer. Kann das vielleicht aus einer Wohnung nebenan kommen? Nein, das kommt aus meinem Laden. Nein, das halte ich nicht aus. Ihr könnt hier bleiben, aber ich gehe. Hier gibt's ja Gespenster. Ach Quatsch. Gespenster schnarchen doch nicht. Psst. Kann in Ihrem Laden nicht irgendwo einer unten drunter liegen? Aber den hätten wir doch gesehen. Gehen wir gemeinsam und schauen? Nein, nein, du bleibst hier. Ich will nicht, dass sich einer erschießt. Einer, der schnarcht, der schießt doch nicht. Nein, ich rufe nochmals die Polizei. Psst. Jetzt hat's wieder aufgehört. Ich rufe die Polizei an. Während der Pumuckl die drei Leute in Atem gehalten hat, hielt es der Meister Eder zu Hause nicht mehr aus. Und er ist in seiner Angst um den Pumuckl auf die Idee gekommen, auf die Polizei zu gehen. Mochten sie ihn für verrückt halten, vielleicht war doch irgendwo etwas so Auffälliges passiert, dass die Polizei ihm einen Hinweis geben konnte. Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister, halten Sie mich bitte nicht für verrückt, aber ich wollte bloß fragen, ob nicht jemand in der Gegend seltsame Sachen gemeldet hat. Ja, was verstehen Sie unter seltsame Sachen? Ja, mei, Gespenster vielleicht oder sowas Ähnliches oder das, was weggekommen ist auf seltsame Art, eine Uhr vielleicht. Was haben Gespenster mit einer Uhr zu tun? Nix eigentlich, aber in dem Fall, wissen Sie, ich vermisse einen Kobold. Ein was? Ein Kobold? Hier, Polizeirevier, Wachtmeister Kobold. Ah, Schmann. Wie bitte? Schnarchen? Ein Gespenst?
Ich verbiete mir, dass Sie mich zum Narren halten. Hier ist doch kein Irrenhaus. Von mir aus haben Sie 5 Uhrengeschäfte mit 10 Gespenstern. Welches Uhrengeschäft? Franks, bittchen. Das ist der Pumuckl. Herr Pumuckl, wo ist Ihr Geschäft? Ach so, Sie heißen nicht Pumuckl. Ja, wie heißen Sie dann? Meisel. Vielen Dank, Herr Wachtmeister. Ich sage Ihnen zum letzten Mal, gegen Schnarchen können wir amtlicherseits nichts unternehmen. Sowas. Na, sowas. Da draußen hat jemand gegen die Tür geklopft. Es wird halt jemand von der Polizei sein. Gott sei Dank. Ich bin dem Herzschlag nah. Herr Meiselt! Herr Meiselt! Ja, sind Sie von der Polizei? Ich komm von der Polizei. Lassen Sie mich rein. Ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Nehmen Sie eine schwere Zange in die Hand für alle Fälle. Man weiß nicht. Vielleicht ist es ein Komplize. Eder ist mein Name. Schreinermeister Eder. Sie haben komische Geräusche gehört. Ja, zuerst eine Stimme, die hat geschrien, ich will raus, und später nur noch Schnarchen. Das hat aber jetzt wieder aufgehört. Ja, dann ist er aufgewacht. Er ist aufgewacht. Und von woher kommt das Schnarchen? Ja, sonderbar, es klingt, als käme es aus dem Kasten. Aber in den kleinen Schubladen kann ja keiner schnarchen. Haben Sie eine Ahnung? Sind die Schubladen zugesperrt? Selbstverständlich. Machen Sie es auf. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass ich was wegnehme. Ja, in der Schublade, da kann ja niemand drin sein. Sie werden sehen, wenn Sie alle Schubladen aufziehen, hört das Schnarchen auf. Au! Ja, jetzt ist alles gut. Der Schnarcher ist heraus. Was? Ja, wieso wollen Sie das wissen? Ja, das ist doch ganz einfach. Ihr Schrank ist aus einem Holz gemacht, das nur jung ist und ächzt. Da muss man bloß die Schubladen aufmachen, dann hat das Holz Luft und alles ist vorbei. Oh, aber das kann doch nicht sein. War doch auch seine Stimme, die man kriegt. Nein, glauben Sie einem alten Schreiner, ein Holz ist was Lebendiges und manchmal schreit's sogar. Auf Wiedersehen. 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 Sagen Sie, verstehen Sie das? Nein. Ja. Aber hier in der Schublade sind ja alle meine Uhren durcheinander geworfen. Fehlt eine? Nein. Fehlen tut keine. Bist du mir sehr böse? Hm. Ich habe keine Uhr genommen. So. Ja, ich will auch gar keine mehr, weil nämlich das Ticken ist ganz ekelhaft. So. Bitte, bitte, bitte rede einen langen Satz mit mir. Hm. Das war so scheußlich. So? Ja. Und ich verspreche dir, ich will sowas nie, nie mehr wieder tun. Naja, dann will ich halt wieder mit dir reden. Und einen Hunger habe ich, sage ich dir. Vor lauter Aufregung habe ich seit Mittag nichts mehr gegessen. Ich auch nicht, ich auch. Oh, jetzt spüre ich's. Einen grässlichen Hunger habe ich. Komm, gehen wir etwas schneller, weil wir müssen jetzt ganz viel essen und darüber alle Uhren vergessen. Ui, das reimt sich sogar. Und was sich reimt, ist immer gut. Ja, da waren die beiden wieder glücklich beisammen. Das Thema Uhren ist seitdem beim Pumuckl recht unbeliebt. Und dann war er längere Zeit unglaublich brav. So brav, dass nur deswegen die nächste Geschichte passieren konnte.